Am 15. Juni stellten unter anderem der parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg, Heiko Mieras, sowie der kürzlich wiedergewählte Oberbürgermeister von Greifswald, Dr. Stefan Fassbinder, der Öffentlichkeit einen außergewöhnlichen Vogel vor. Zusammen mit dem Slogan Vorpommern, Deutschlands Sonnendeck, zum Greifen nah, wird der stilisierte Greif das Symbol der neu gegründeten Vorpommern-Marke sein. Ich glaube, er bietet ein hohes Identifikationspotenzial und die Resonanz derjenigen, die ihn heute zum ersten Mal gesehen haben, war sehr positiv. Insofern bin ich richtig guter Dinge, dass wir damit einen schönen Weg geebnet haben für eine neue Identifikation von Vorpommern, gerade mit diesem Symbol. Die Marke an sich soll in Zukunft als Werbeträger fungieren und das Image Vorpommerns als moderne, vielfältige und weltoffene Region über die Landesgrenzen hinaus verbreiten. Entwickelt wurde das Konzept auf Initiative der Mitgliederinnen und Mitglieder des Vorpommernrats. Das Design hat die Werbeagentur Werk 3 aus Rostock kreiert. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 40.000 Euro. Damit der neue Greif so weit fliegen kann, wurde eigens der Regionalmarketing und Entwicklung Vorpommern e.V. gegründet und als Träger für die Vorpommern-Marke ausgewählt. Ganz zur Freude des Vorstandsvorsitzenden Jürgen Rahmthun. Geht ganz klar in der Richtung, dass wir die Region A bekannter machen wollen, B, dass wir versuchen wollen, die Region einheitlicher nach außen darzustellen, um für diese Region zu werben. Und da werden wir natürlich auch mit Wirtschaftsunternehmen und so weiter zusammenarbeiten, die auch ein Interesse daran haben, dass diese Region ja einheitlich, froh, farbenfroh, ne, und auch anziehenswert sich nach außen darstellen kann. In Zukunft wird der bunte Greif für die meisten Menschen in Vorpommern zum neuen, alten Bekannten werden. Denn wenn alles nach Plan läuft, wird man ihn an den verschiedensten Stellen in der Region zu Gesicht bekommen. Wenn jetzt schon in den nächsten Tagen und Wochen jemand möchte, gerade kommunale Träger vielleicht möchten, ihre Sommerfeste mit diesem neuen Symbol für unseren Landstrich zu schmücken, dann können Sie sich gerne an den Marketingverein oder auch an meine Mitarbeiter wenden und wir liefern Druckvorlagen und dann kann er verwendet werden. Also er soll zum Fliegen kommen, er soll die Herzen und Sinne der Menschen erreichen und genau das ist unser Ziel.